willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ich bin dabei, die letzte Bahn hier vom Feld zu dreschen. Herr Müller vom LU fährt ab. Und sobald wir vorne angekommen sind, schwingen wir uns in unseren MAN-TGE, heißt der, glaube ich, und fahren damit hoch zum Pferderennen. Und je nachdem, was es als Gewinn gibt, kann ich den ja einfach hinten drauf schmeißen und gleich mal mitnehmen. Das wäre am praktischsten. Vielleicht kriege ich ja sogar ein Pferd. Ein richtiges Rennpferd bringt bestimmt gut Geld. Oh, jetzt ist es da drüben auch schon anreif, oder was? Das machen wir jetzt erstmal nicht. Ich bin leer, passt. Ganz abdüsen. Gut, dann bringe ich es noch kurz weg. Jo. Perfekt. Den Drescher lasse ich jetzt einfach mal hier stehen. Oh, der ist aber ein langes Ding. Aber ein langer Radstand. Ich dachte, der wäre irgendwie kleiner. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. TGE 380. Mhm. Das ist aber ungeschickt. Will sie mich jetzt veralbern? Warum sitzt man denn hier so weit in der Mitte? Oh nee. Nee! Das war ja. Okay, ich benutze ihn jetzt mal so. Weil sonst ist es auch doof. Das Fahrzeug hat eine falsch verbaute Kamera drin. Die Onboard-Kamera, die ist falsch. Eventuell auch nur falsch benannt, das weiß ich jetzt nicht. Aber weil die eben falsch drin ist, ist das Problem, dass der die Kamera immer nach hinten springt. Oh, Driftmaster. Ich bin ja fast am Überlegen, ob ich den gleich wieder zurückgebe. Der ist nicht so gut, wie ich gedacht hatte. Nächstes Mal sollte ich vorher eine Probefahrt vereinbaren. Alter, das Heck, das bricht ja sofort aus. Und nicht nur das, sondern auch... Mist. So, jetzt fahren wir mal. Auch FPS-technisch finde ich es kritisch. Ja, ist nicht so. Ist nicht so gut, ist es da. Vor allem das mit der Kamera ist halt für mich ein bisschen ungeschickt, weil ich ja eigentlich schon immer onboard fahren will. Und hier, wie ist... Oh, 12 FPS, ich glaube, ich bin. Gut. Genug gesehen. Den gebe ich wieder zurück. Der Motor, der ruckelt die ganze Zeit, das geht ja nicht.
Oh. Oh, haben wir aber gut angehalten. Vielleicht ist der Müller ja noch beim Händler. Dann kann er den gleich wieder in Verkauf schreiben. Jo, einmal ums Schild gewickelt. Nee, ey. Wäre ich doch bloß mit dem Pickup gefahren, ey. Nicht mit diesem Kackteil. Der ist schon weg. Damit, das ist ja, würde ja fast sagen, das ist unfahrbar. Naja. Jetzt fahren wir mal. Feld 145, da müssen wir ganz schön weit hochfahren im Norden. Hoffen wir, dass wir das zeittechnisch noch hinkriegen. 20 Minuten haben wir noch. Aber wenigstens auf der Geraden gibt er ordentlich Gas. 160, fast 170, 190, 200. Oh ja. Damit kann man vorwärts kommen. Also für lange Strecken ist das Fahrzeug auf jeden Fall nichts. Um mal kurz zwei, drei Paletten von Kilometer A nach Kilometer B zu bringen, was ein Unterschied von 2 Kilometer ist, das mag sein. Aber wenn ich damit vom Süden hier ganz in den Norden fahren muss, ist nicht so schön. Und vor allem bricht dann gleich wieder das Heck aus, das ist nicht so. Es sieht aber so aus, als wäre ich sogar pünktlich, ey. Das gibt's ja nicht. Da glaube ich das erste Mal, dass ich pünktlich bei einem Treffen bin. Interessante Baustelle, ey. Naturschutzgebiet auch interessant. Hallo. Hi. Guten Tag. Was Ich hab hast du mir gehört, da du für einen bist jetzt Scheiß im Urlaub. verkauft, ey? Ich hab dir gar nichts verkauft. Ah, es steht dein Unternehmen auf dem Zettel, ja? Ja, aber es wird nicht unter meinem Namen verkauft. Nee, sag mal, was ist Ah, der Motor, der ruckelt die wie Scheiße, ey. denn? Das ist Keine wirklich Ahnung. katastrophal. Wie Das kannst meinst du du das? kaum richtig fahren. Den kannst du gleich wieder zur MAN zurückgeben.
Also. Und pass auf, die Hinterachse kommt ziemlich schnell. Ja. Er fährt sich vielleicht jetzt nicht ganz so gut, da hast du recht. Hallo, Dian. Servus. Moin. Moin. Servus. Hört sich nicht ganz gut, da hast du recht. Ja. So. Was ist denn hier jetzt? Moin, Jan. Ein Pferderennen. Regie nochmal. Ist die Regie drin? Nein, Spaß. Wir müssen nochmal ganz kurz warten auf den RaceX. Der hat aber gesagt, er schmeißt eine Runde. Oh. Der bringt die Pferde mit, oder wie? Nee, die sind da hinten schon im Stall. Ich glaube, der schmeißt wohl eine Runde Bier. Früh am Morgen, hallo? Leon, hast du ein Bier mit? Oder Cola wahrscheinlich, wer weiß, oder einen Kaffee. Ich hab Bier mit. Hinten im Kofferraum. Ja, wird der denn von RaceX bezahlt? Okay. Ja. Da hinten ist Bier für alle drin. Ich stell's mal hier. Kein Bier vor. Oh, schicke Pferdchen sind hier. Und so ein bisschen Mist bei mir auf dem Hof. Oh, würde ich mal. Das ist meiner. Würde ich demnächst mal abholen. So. Was ist hier? Ich kann den kaum steuern. 56.000 Liter. Hilfe! Na Mann! Hilfe! Hat einer ein Pferd geklaut. Kann man schon Probe reiten? Hilfe! Eigentlich nicht, aber. Aber? Hier macht ja jeder, was er will. Wenn die gleich weiter so machen, was sie wollen, dann ist Disqualifizierung. Das Pferd ist einfach los. Alle disqualifizieren. Aber Volker, bleiben wir hier stehen, dann gewinnen wir, ne? Ja. Oh! Oh, die haben aber Hunger gehabt. Ja, ich kann ja schon mal die Regeln erklären. Es gibt gleich eine kurze Einführungsrunde. Ja, bleib stehen. Von der Strecke. Ja, denn. Und man muss wirklich den Pfad folgen, wenn man irgendwie ein Hindernis ausweicht oder man abkürzt, kriegt man 10 Sekunden Strafsekunden. Und wie wird die Zeit gemessen? Ab dem Start. Also Einführungsrunde ist dann einmal, um die Strecke kennenzulernen. Und dann würde ich sagen, eine Runde und dann ab dem Startschuss geht's dann los. Also okay. Auch mit der Zeit. Und wer dann abkürzt oder irgendwie ein Hindernis außen rum geht, kriegt dann 10 Sekunden Strafsekunden. Okay, gut, bin ich ja mal gespannt. Herr Müller. Ja? Danke. Oder meinen Sie den anderen? Nee, ich meinte Sie. Ihr Handy hat nämlich so komisch gerauscht. Rauscht immer noch. Machen Sie mal am besten Ihr Handy aus. Ist aus. Nein, das ist das Funkgerät, was in der Tasche hängt. Stört auf jeden Fall. Das macht ja nachher noch die Pferde verrückt. Oh, da hinten ist der RaceX. Verdammt, oh Gott. Statt dass er ein Auto nimmt, ist er so schneller ist, kommt er mit dem scheiß Fendi an. Aber John Deere Traktoren sind trotzdem langsamer. Naja, Volker, ich musste ja mit meinem Trecker kommen, weil ich den gerade bei RaceX abgeholt habe. Moin! Moin! Heißt nicht, dass heute ist schon eine Ohrfeige kassiert. Heißt nicht, dass eine schlechte Wahl ist. Was willst du? So. Der Müller hat gesagt, Fendi ist scheiße. Nee, ich hab gesagt, dass ich John Deere nicht schön finde. Zum Strand! Wo ist er? Jürgen! Deswegen habe ich bestimmt auch mal einen Fan gehabt, weil Fan scheiße anwesend. Ist. Für dich ganz kurz, wenn du Abkürzungen nimmst oder nicht über die Hindernisse springst, kriegst du 10 Strafsekunden. Wieso brauchen schon die Pferdchen hier?
Und die erste Runde wird eine Einführungsrunde sein. Oh, komm her. Und dann geht's. Und dann geht's in die eine Runde rein, um dann den Gewinner rauszunehmen. Alter, irgendwo ist so eine Mücke am Schwirren, ey. Jeder kann schon mal ein Pferd aussuchen. Mann! Oh! Wer schießt hier rum? Ich fliege, ey! Ja! Du hattest gesagt, den Schwarzen kriege ich. Ja, dann musst du Win sagen. Wie reizt man die Dinger überhaupt? Herr Diesel, der Schwarze war für mich besprochen. So wie du Auto fährst. Bitteschön. Danke. Wie ich Auto fahre. Wo ist denn das Gaspedal? Rechts, wie immer. Oh! Heide Witzka! Heide Jalla! Hilfe! Hilfe! Mir hinterher! Hilfe! Hilfe! Wo bist du denn, Eier? Hilfe! Hier warten wir mal ganz kurz auf die anderen, weil die ja irgendwie. Ja, brauner, ne? Ah, jetzt weiß ich's. Start und Ziellinie, ja. Aber wir warten noch mal auf die anderen beiden da hinten. Übrigens, ich werde gleich nicht mitreiten, nur mal so als Info. Ich mache nur die Einführungsrunde. So, dann fangen wir mal an. Oh. Uah. So, hier dann über das Hindernis. Ja, das funktioniert ja sehr gut. Ja. Yo, immer Rising weg. Und dann hier eine scharfe Kurve. Alter, wir sind hier so gesprungen. Das war ich. Nochmal über das Hindernis. Oh, nee. Hey. Wer daneben reitet, bekommt 10 Strafsekunden, ne? Du musst übers Hindernis springen. Du musst über das Hindernis springen. Alter Gott. Das Doofe ist. Naja, sage ich euch morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei mir. Schaut gerne noch bei Dark Racing YouTube vorbei. Jo, bei mir auch. Für mich war es das für heute. Okay. Oh. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.